Ja, das Wort Heimvorteil fällt schnell, doch beim Paderborner Blick auf die Tabelle wird es in dieser Saison deutlich. Es gibt einen Heimvorteil. 29 Tore hat der SCP erzielt, davon 21 im eigenen Stadion und 8 gerade mal auswärts. 3 davon am letzten Wochenende in Rostock. Es ist vor allem die Stärke im eigenen Stadion, die Paderborn zu einem Aufstiegskandidaten macht und um den dritten Bundesliga-Aufstieg spielen lässt. Heute zu Gast der SV Sandhausen, selbstbewusst nach dem Sieg gegen Magdeburg, solide im Mittelfeld, unverändert. Paderborn mit Heuer für Hofmeier in Blau-Schwarz. Erster Angriff über Tashi. Pieringer, doppelter Doppelpass, nicht im Abseits. Tashi, es geht munter weiter mit Heimtoren für den SC Paderborn. Tashi, 4. Minute, 1:0. Und es sieht so leicht aus, wie Pieringer und Tashi die Sandhäuser Verteidigung auseinanderziehen rund um Kapitän Giroff. Dann ist die Lücke da für Tashi. Drewes nicht mehr dran. Schon steht's 1:0. Paderborn würde die nächsten wichtigen Punkte holen. 5 Punkte mehr zu Hause als der HSV. Das ist die Bilanz, mit der Paderborn sich wirklich sehen lassen kann. Dauert ein bisschen, bis Sandhausen mal nach vorne kommt. Aydini verliert den Ball und es geht sofort schnell in die andere Richtung. Muslia, Pieringer. Einfach im Doppelpass. Florenz, Muslia, Drewes und Leipertz. Freies Tor nicht genutzt. Leipertz noch abgeblockt von Giroff. Glück für Sandhausen, dass der Ball so gerade noch vorbeigeht. Viertelstunde gespielt. Paderborn mit Pieringer. Justwan. Wieder Muslia. Abgeblockt. Nochmal Muslia. Pieringer. Drewes. Und Tashi. Am Ende harmlos. Riesenchance davor für Pieringer zum 2:0. Paderborn drückt. Paderborn lässt Sandhausen überhaupt nicht ins Spiel kommen. Pieringer. Immer wieder Florent, Muslia, Pieringer, Drewes hat Glück, dass der Ball irgendwie rausgeklärt wird. Justwan geht aber weiter, Schallenberg, Tashi, nochmal Drewes, Glanztat vom Sandhäuser Torwart, überhaupt keine Befreiung. Und immer wieder ist es Drewes im Tor der Sandhäuser, der Schlimmeres bis hierhin verhindert. Einwurf für Kinzombi. Irgendwas muss bei Sandhausen passieren. Die Gäste bemüht um ein wenig Ballbesitz. Es war ein für Bachmann. Einmal lang. Kinzombi. Super weiter. Papela. Erste Chance. Gleich genutzt. Ausgleich für Sandhausen. Und so leicht geht es. Bis dahin nichts auf das Tor von Yannick Huth. Dann ist es einmal der lange Ball von Bachmann. Kinzombi, super Ballannahme, klasse abgelegt für Papela. Und der verwandelt eiskalt, als gäbe es sonst nichts in dieser bis hierhin äußerst schwachen Darbietung der Gäste aus Sandhausen. Punkt wäre gut, der wäre jetzt wieder drin. Paderborn muss wieder etwas mehr tun für die Heimbilanz. Tashi für Pieringer. Wieder gut gespielt, Drewes. So gerade eben noch dran. Beim Abschluss gegen Pieringer. Hier deutlich zu erkennen. Jetzt abgewehrt. Damit das Gegentor erneut verhindert. 8 Minuten noch bis zur Pause. Sandhausen ganz selten mal nach vorne. Bachmann, Pulkap. Nochmal Bachmann für Kinzombi. Halb Flanke, halb Abschluss, geht letztlich einmal durch den Paderborner Strafraum durch. Aydini, bisschen mehr Selbstbewusstsein jetzt bei den Gästen. Wieder Kinzombi gegen Obermeier. Und nochmal Bachmann, Eswein, super Annahme, Eswein bis zum Abschluss. Ein sehenswerter Angriff der Sandhäuser, Alexander Eswein. Auch schon Bundesliga gespielt, mit einigen Clubs hier knapp gescheitert. Nachspielzeit,
erste Hälfte. Paderborn nochmal mit dem Ballverlust. Sandhausen immer wieder über rechts, über Kinzombi. Wieder im Strafraum, besser geflankt. Eswein kriegt den Kopfball. Hut kann den Ball festhalten. Dann ist Pause in Paderborn. Ein 1:1 wäre zu wenig für die bis hierhin so heimstarken Paderborner. Zweiter Durchgang geht los mit Justwan. Pech für Paderborn. Die Latte rettet Sandhausen. Und Achtung, der Konter über Pulkrab ist durch gegen Hünemeyer. Bisschen verzögert von Matej Pulkrab. Erst Glück gehabt gegen Justwan und dann selber verwandelt. Matej Pulkrab, Sandhausen für den Paderborn und hat das Spiel damit gedreht. Es ist so unglücklich. Justwan scheitert so knapp und Paderborn lässt den Konter dann zu. Hünemeyer verliert das Laufduell gegen Pulkrab, lässt sich dann austanzen und Huth ist nicht mehr dran beim Abschluss von Sandhausen, Stürmer von Matej Pulkrab. Das wäre was. Vor einigen Jahren mal, am dritten Spieltag, ein 6:0 der Sandhäuser in Paderborn. Jetzt führt man nach einer Stunde. Paderborn sichtlich verunsichert. Ballverlust im Spielaufbau. Sicker für Eswein. Bislang noch glücklos, Alexander Eswein. Auch das ist kein Problem für Jannik Huth. Aber plötzlich wird es ein anderes Spiel. Plötzlich kommt Sandhausen immer öfter nach vorne, wieder Pulkrab. Schallenberg zu passiv. Das ist Bachmann und Kindzombi. Immer mehr Möglichkeiten dieser Qualität. Bachmann leicht abgegrätscht, geht aber weiter. Und Kindzombi letztlich deutlich drüber über das Tor von Huth. Aber wo ist der SC Paderborn, der hier nach 3 Minuten führte, so druckvoll gespielt hat in der ersten Halbzeit? Muslia. Viertelstunde noch zu spielen. Pieringer für Conte. Klasse gehalten. Drewes. Weniger Chancen im zweiten Durchgang für Paderborn. Deswegen auch weniger Beschäftigung für Drewes. Ändert nichts daran, dass Sandhausens Torwart mit Glanztaten hier zum wiederholten Male das Tor verhindert. Ecke danach für Justwan. Und Hünemeyer. Verpasst. Bachmann. Sandhausen. Schaut mal nach vorne. Geht wieder was über den Konter. Bachmann. Pulkrab. So langsam nach vorne gespielt. Kinzombi und Alexander Eswein. Jetzt hat er das Tor. Es ist kein Abseits. 3:1. Dreimal gescheitert. Im vierten Anlauf passt es. Alexander Eswein. Mit einem Tor, das für Unruhe sorgt in Paderborn, weil es mal wieder zu leicht geht. Letztlich sind es 3 Stationen, Pulkrab, Kinzombi und Eswein zum nächsten Tor. Wo ist die Heimstärke der Paderborner? Gegen Sandhausen bisschen nicht mehr viel übrig. Boah. Justwan, 8 Minuten noch, nächster Ballverlust. Sandhausen mit Suku. Das ist stark. Auch klasse gehalten von Huth. Weniger Aktionen von Paderborns Torwart. Hier ein spektakulärer Flug gegen Suku. 4:1. Die Entscheidung damit verhindert. Es gibt danach eine Ecke für Sandhausen. Suku. Bachmann. 4:1. Yannick Bachmann belohnt sich für ein starkes Spiel im Mittelfeld. Nutzt die Kopfballstärke nach dem Eckball von Suku. Und das ist die Vorentscheidung für Sandhausen. Hier zu sehen, Bachmann nicht wirklich Gegenwehr, Pfosten besetzt. Trotzdem schlägt der Ball ein. Unglücklich für Paderborn, aber natürlich super erwischt von Yannick Bachmann. Muslia auf der Linie, unglücklich. Springt am Ball vorbei. Gibt's noch ein Wunder für Paderborn? Aber Sandhausen spielt das jetzt sehr lässig runter. 5 Minuten noch. Das ist Pulkrab! Und Jannik Huth mit der nächsten Parade im Paderborner Tor. Tashi
Oh je, solche Fehlpässe häufen sich im zweiten Durchgang. Sandhausen nochmal mit Pulkap und Ritzmeier eingewechselt. Nächster Distanzschuss, nächste Aufgabe für Huth. Es ist bemerkenswert, wie sich die Gäste aus Sandhausen reingekämpft haben in dieses Spiel. Wenig später ist Schluss. 4:1 gewinnt Sandhausen in Paderborn. Das Ganze nach 0:1 Rückstand in der vierten Minute. Sandhausen hat gekämpft, hat versucht, in dieses Spiel reinzukommen. Im ersten Durchgang wenig nach vorne gezeigt. Aber in der zweiten Hälfte dann den Schalter umgelegt und letztlich einen klaren, verdienten Sieg hier bei der bis hierhin heimstärksten Mannschaft gefeiert. Paderborn verliert das zweite Heimspiel in Folge. Die Bilanz schwächelt ein wenig nach der Niederlage gegen Darmstadt. Nun ein enttäuschender Auftritt gegen starke Gäste aus Sandhausen.